Gut. Besten Schätzchen, ne? Ich glaube, die Zahl hat sich stabilisiert. Also ich glaube, wir können beginnen. Gut, dann wollen wir mal beginnen. Herzlich willkommen zu unserer vierten Online-Veranstaltung. Ich bin Rupert Strachwitz, stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Britischen Gesellschaft in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute hier eingeloggt haben, um keineswegs zum ersten Mal, aber doch in nochmal neuer und außergewöhnlicher Weise einer Veranstaltung zum Thema Brexit beizuwohnen. Ich freue mich sehr, dass neben unseren Mitgliedern auch Mitglieder der von deutsch-britischen Gesellschaften an anderen Orten in Deutschland dabei sind. Auch Gäste haben sich dazu eingeloggt, auch nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Und ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Ein besonderes Willkommen gilt natürlich Herrn Rudolf Adam, der uns heute ein neues Buch vorstellen wird mit dem durchaus etwas provozierenden Titel Brexit Revolution oder Brexit Revolution auf Deutsch, in dem er unter Untertitel verrät, da auch einiges dazu schreibt über das Vereinigte Königreich in der Verfassungskrise. Es geht also anders als in vielen, vielen, vielen englischen Publikationen, zum einen nicht darum, nochmal sozusagen die politischen Winkelzüge alle nachzuzeichnen, obwohl auch davon natürlich eine ganze Portion in dem Buch aufscheint, richtigerweise, sondern es geht vielmehr darum, mal auch zu schauen, was folgt eigentlich jetzt daraus? Was bedeutet das alles für Großbritannien? Was bedeutet das auch für uns, für den Rest Europas oder für den Rest der Welt? Dieses Buch hat interessanterweise eigentlich Handbuchcharakter und das meine ich im allerbesten Sinne, denn es vermittelt dem deutschen Leser einen relativ systematischen und vollständigen Einblick in die mit dem Brexit verbundenen Themen und Probleme. Es ist sehr sozusagen systematisch aufgebaut und hat etwas, was ich sonst immer gar nicht so gern habe, hier aber sehr schätzen gelernt habe. Es hat eine ganze Reihe von so Einschüben, Kästen, in denen bestimmte Dinge, auch Personen, nochmal eingehend erläutert werden. Und das hilft sehr, um wirklich einen Einblick zu bekommen in die Themen, die mit dem Brexit wirklich verbunden sind. Der Autor Rudolf Adam ist eigentlich viele, viele Jahre Diplomat gewesen an verschiedenen Orten, unter anderem natürlich auch in London. Er war auch Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes und Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Wir haben es also mit einem Insider und Profi zu tun, der sich hier äußert. Und er ist jetzt als Autor und Dozent und Journalist unterwegs. Und aus dieser Gesamtschau ist das Buch
entstanden, das wir heute hier vorstellen wollen. Wir haben uns das so gedacht, dass zunächst Herr Adam freundlicherweise in das Buch einführen wird, dass wir dann danach zu zweit ein Zwiegespräch führen werden, um ein paar vielleicht Nachfragen zu klären und dass Sie dann in einem dritten Teil auch Gelegenheit haben, Fragen und Kommentare anzubringen. Wenn Sie das tun möchten, dann benutzen Sie bitte die Chat-Funktion. Wir schauen uns die dann laufend an und rufen entweder Sie auf, das nochmal zu wiederholen oder lesen es einfach vor. Ich mache darauf aufmerksam, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Das ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht, aber für unsere internen Zwecke ist das doch ganz schön, wenn wir das in dieser Form haben. Damit genug der Vorrede. Ich danke Herrn Adam sehr, dass er sich heute hier online eingefunden hat und darf ihn bitten, das Wort zu nehmen. Ja, lieber Graf Strachwitz, ganz, ganz herzlichen Dank. Der Dank ist ganz auf meiner Seite, dass Sie trotz der widrigen Umstände diese Buchvorstellung doch noch haben möglich werden lassen. Eigentlich hatte ich ja nach Berlin kommen wollen und dann hätte ich auch ein paar von diesen Exemplaren mitgebracht. Das ist das Buch. Ich kann es Ihnen jetzt nur so virtuell zeigen. Und ich möchte ein paar Ausführungen machen, um das, was mich bewogen hat, das Buch zu schreiben und was mich immer noch bewegt, noch ein nächstes Buch zu schreiben. Das wird dann wahrscheinlich im nächsten Sommer herauskommen, wo ich versuche, diese ganze Brexit-Episode einmal historisch einzuordnen. Denn das war eigentlich mein Ziel, als Historiker zu versuchen, das, was da in England geschieht, einzuordnen, zu bewerten und zu erklären. Deswegen habe ich auch viele ausführliche Zitate in das Buch hineingenommen, um einem deutschen Leser einen authentischen Eindruck von dem zu vermitteln, mit welchen Argumenten, welchen Ängsten und Vorbehalten diese ganze Brexit-Diskussion in England geführt worden ist. Aber um auf die gegenwärtige Situation kurz einzugehen, wo stehen wir? Ich sagte eben schon im Vorgespräch, ich weiß nicht, was in 2 Monaten sein wird. Wir haben im Moment eine Situation, die Michael Gove, und ich zitiere ihn hier, vor wenigen Tagen im Unterhaus so beschrieben hat, ich zitiere, "We were absolutely committed to securing a Canada-style free trade agreement, but there does need to be a fundamental change in approach from the European Union if the process is to get back on track." Als ich das hörte, habe ich mich gefragt, wie würde eigentlich die Daily Mail oder der Daily Telegraph reagieren, wenn Michel Barnier gesagt hätte, dass weitere Verhandlungen nur möglich sind, wenn sich die Position des Vereinigten Königreichs fundamental ändert. Ich glaube, dass hier im Moment 2 Philosophien aufeinander prallen. Und wie das ausgeht, ist offen. Ich glaube, dass der Zeithorizont im Moment sehr wichtig ist. Ich nehme an, dass zunächst einmal die amerikanische Präsidentschaftswahl hier einen Punkt markiert. Boris Johnson wird erstmal abwarten, ob der Freund Donald Trump wiedergewählt wird, mit dem er ja vor 2 Jahren schon, als Donald Trump London besuchte, sich sehr eng befreundet hat. Und dann ist der letzte Punkt in meinen Augen der Europäische Rat am 10. 11. Dezember. Das ist sozusagen der letzte Punkt, zu dem überhaupt noch eine Einigung erzielt werden kann. Die kann dann nicht mehr ratifiziert werden. Aber, und das ist bei internationalen Verträgen durchaus üblich, man kann beidseitig vereinbaren, dass man sich so verhält, als ob
diese Vereinbarung bereits in Kraft wäre. Meiner Meinung nach ist das ein Szenario, was beiden Seiten taktische Vorteile bietet. Auf der einen Seite kann Johnson zeigen, dass er wirklich bis zur allerletzten Minute verzweifelt gekämpft hat, anders als Theresa May, die vor 2 Jahren, 4 Monate vor der Frist, bereits ihren Entwurf veröffentlichte. Und die EU könnte sozusagen ein Abkommen bereits anwenden, 2 oder 3 Monate, und es dann erst ins Europäische Parlament bringen. Denn das Europäische Parlament ist in meinen Augen auf europäischer Seite die schwierigste Hürde. Und wenn ein Abkommen bereits 2, 3 Monate praktisch angewendet worden ist und funktioniert, dann wird sich das Europäische Parlament sehr schwer tun, ein Nein zu sagen. So viel zum Taktischen. Was die britische Regierung im Moment macht, ist Augenwischerei und der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. Denn wenn Boris Johnson von einem Australia-Style-Agreement spricht, dann meint er damit kein Agreement. Denn die EU hat keinen Handelsvertrag mit Australien. Es gibt gewisse Mutual Recognitions, also gegenseitige Anerkennung, aber ein Handelsvertrag besteht nicht. Das heißt, Australia-Style-Agreement bedeutet No-Agreement, WTO-Bedingungen. Johnson und Gove sprechen aber jetzt beide unisono ständig von einem Canada-Style-Agreement. Die EU hat mit Kanada einen Handelsvertrag, der ist noch nicht endgültig ratifiziert, wird aber vorläufig angewendet. Nur, erstens, dieser Vertrag wurde 7 Jahre lang verhandelt. Zweitens, Kanadas Haupthandelspartner sind die Vereinigten Staaten. Mehr als 2/3 des gesamten Außenhandels Kanadas geht in die Vereinigten Staaten und nicht in die EU. Das heißt, EU ist ein relativ unbedeutender Handelspartner für Kanada. Das ist für Großbritannien völlig anders. Großbritannien wickelt im Moment noch etwa 40-45% seines Außenhandels mit der Europäischen Union ab. Drittens, Kanada ist 6.000 Kilometer entfernt, Großbritannien 30 Kilometer. Und wenn man genau schaut, schiebt sich das Territorium des Vereinigten Königreichs wie ein Keil in das Territorium der Europäischen Union. Denn die Republik von Irland wird ja Teil der EU bleiben. Weiterhin hat Kanada kein Nordirland-Problem. Und als letzter Punkt will ich nur erwähnen, dass die Struktur der amerikanischen Industrie völlig anders ist als die Großbritanniens. Kanada hat zum Beispiel keine nennenswerte Automobilindustrie. Das heißt, wenn die britische Regierung ein Canada-Style-Agreement fordert, dann vergleicht sie im Grunde genommen nicht nur Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel mit Kegelkugeln. Das passt einfach nicht. Was die 3 Punkte sind, die jetzt noch offen sind, ist Fischerei. Hier muss ich sagen, habe ich starke Sympathien mit der britischen Position. Denn wenn Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist, haben EU-Fischer in britischen Gewässern ebenso wenig zu suchen wie in den Gewässern von Norwegen oder Island. Was die EU 1972 kurz vor dem Beitritt der Briten gemacht hat, indem sie die ganzen Fischereirechte vergemeinschaftet haben, war im Grunde genommen ein machiavellistischer Fehler, der sich jetzt rächt. Ganz abgesehen davon, dass die Fischerei wirtschaftlich keine große Bedeutung hat, sie ist ein Symbol. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in den Hafenstädten wie Grimsby und
Boston an der Ostküste Großbritanniens die Abstimmungsergebnisse für den Brexit um die 70, teilweise über 70% waren. Es spielt jetzt auch in diesem Zusammenhang keine Rolle, dass wenn die Briten tatsächlich alle Fische in ihren eigenen Gewässern fangen wollten, sie diese Fische gar nicht alle selber aufessen können. Das heißt, sie müssten sie exportieren. Aber das sind technische Fragen. Das zweite Problem ist das Level Playing Field. Hier bin ich ein bisschen gespalten. Ich glaube, dass die EU schon einen Punkt hat, dass sie sagt, wir wollen den Status quo wenigstens halten. Aber jetzt zu fordern, dass die Briten auch weiterhin sich an das Level Playing Field halten, wenn es sich dynamisch in der Zukunft weiterentwickelt, halte ich für eine im Grunde genommen unzumutbare Forderung. Ich glaube auch, dass hier es letzten Endes zu einem Kompromiss kommen wird. Das dritte Problem ist allerdings eines, was eine völlig neue Brisanz erworben hat mit der Internal Market Bill. Denn wenn die britische Regierung bereit ist, ein Abkommen, was sie erst vor 10 Monaten unterzeichnet hat, wieder zu brechen und sich nicht an Verträge zu halten, dann wird natürlich die Frage, wie ein künftiges Handelsregime mit dieser Regierung tatsächlich auch durchsetzbar ist, zu einer ganz zentralen Frage. Und hier hat sich die britische Regierung meiner Meinung nach selbst ins Bein geschossen. Aber zum Titel meines Buches, warum spreche ich bewusst etwas provokant von einer Revolution? Ich bedauere sehr, dass diese ganze Covid-Krise jetzt den Brexit, selbst in Großbritannien, weitgehend in den Hintergrund gedrängt hat. Denn ich bin davon überzeugt, dass der Brexit sowohl für Großbritannien wie für die Europäische Union ein historischer Wendepunkt ist. Und zwar für beide Seiten eher zum Schlechteren als zum Besseren. Wo sehe ich die großen verfassungsmäßigen Probleme, die sich hinter diesen ganzen Handelsfragen auf britischer Seite verbergen? Da ist zunächst einmal die Frage, wie ist eigentlich die traditionelle Balance zwischen Krone, Regierung, Parlament und Volk? Wir haben erstens ein Parlament, was eine zentrale Frage in ein Referendum gibt. Das Referendum gibt ein Ergebnis, was im Widerspruch steht zu 80% der Mitglieder im Parlament, sowohl in der House of Commons wie House of Lords. 2016 gab es dort weder in der einen noch in der anderen Kammer eine Mehrheit für den Brexit. Dann versucht die Regierung, die Brexit-Gesetzgebung am Parlament vorbei durchzusetzen und wird darin vom Supreme Court gestoppt, der darauf besteht, dass das Gesetz im Parlament verabschiedet werden muss. Das Parlament macht dann im Februar 2017 die entsprechende Entscheidung mit einer überwältigenden Mehrheit, über 450 Stimmen dafür. Und dann verweigert dieses Parlament der Regierung, die es im Februar ermächtigt hat, einen Brexit-Vertrag auszuhandeln. Eben diese Regierung, die Gefolgschaft, Sie wissen, die drei krachenden Niederlagen, die Theresa May im Parlament erlitten hat. Dann nimmt das Parlament diese Frage selbst in die Hand, stimmt 8-mal ab, kommt zu keinem Ergebnis, weil alle 8 Abstimmungen negativ ausgehen. Dann kommt Boris Johnson, schiebt das Parlament einfach beiseite durch die Provokation, wird wieder vom Supreme Court daran gehindert, der hier in eine Art Verfassungsgerichtrolle hineinwächst, akzeptiert diese Entscheidung und dann kommt es zu Neuwahlen mit einer überwältigenden Mehrheit
zumindest im Parlament, für Boris Johnson und seine neue Regierung. Und dann billigt das Parlament ein Gesetz, das ihm jede Mitsprache bei dem künftigen Handelsvertrag entzieht. Das heißt, ein Parlament, was verzweifelt gekämpft hat, den Austrittsvertrag mitzubestimmen, gibt in der viel wichtigeren Frage des künftigen Handelsregimes praktisch seine Kompetenzen aus der Hand an die Regierung. Die Prorogation erfolgte durch Royal Prerogative und ist durch Tradition in gewisser Weise gerechtfertigt. Johnson hatte einen Punkt, als er sagte, das ist die längste Parlamentssitzung seit 1653. Damals hat Cromwell das Long Parliament mit seinen Soldaten auseinanderjagen lassen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Johnson das auch ganz gerne gemacht hätte, wenn er das hätte machen können. Das heißt, diese ganze Balance, was ist eigentlich, wo sind die Grenzen der Royal Prerogative? Denn der Supreme Court hat ja gesagt, das war ein Missbrauch dieser Royal Prerogative. Wo ist die Balance zwischen Judikative, Exekutive, Regierung und der Legislative? Sie sehen, das ganze Problem kocht jetzt wieder hoch mit dieser sehr unangenehmen Kampagne, die die Regierung gegen die Leftist Lawyers and Do-Gooders führt. Boris Johnson hat ganz klar nach seinem Parlamentssieg, nach seinem Wahlsieg im Dezember erklärt, er wolle diese Entwicklung hin zu einer Ausweitung des Judicial Review von politischen Entscheidungen zurücktreten. Und es gibt im Moment zwei sehr starke Bewegungen. Die eine, die sagt, wir müssen das ausweiten, und die andere sagt, wir müssen das zurückdrehen. Wie das ausgeht, weiß ich nicht, aber es ist ein Problem, was hochinteressant werden wird. Ein weiterer Punkt, wo die traditionelle Balance ins Rutschen gekommen ist, ist die Balance zwischen politischer Ebene und dem Civil Service. Sie werden verfolgt haben, dass Boris Johnson bereits einige Spitzenpositionen im Civil Service, angefangen mit dem Head of the Civil Service und dem Cabinet Office, neu besetzt hat. Und zwar nicht mit Leuten, die traditionell aus dem Service selber kommen, sondern teilweise mit Leuten, die offensichtlich political appointments sind, das heißt, wo die politische Loyalität wichtiger war als die fachliche Qualifikation. Letzter Punkt, das United Kingdom könnte ein Untied Kingdom werden, weil die Einigkeit der vier Landesteile, der vier Nationen, Schottland, Wales, Nordirland und England, ebenfalls nicht mehr als gewährleistet betrachtet werden kann. Ich rechne nicht mit einer Unabhängigkeit Schottlands, denn das würde das Problem Nordirlands ja nur auf die britische Insel transponieren. Wenn Schottland dann wieder Mitglied in der EU werden würde, dann müsste die Grenze in den Lowlands, in den Cheviots, zu einer EU-Außengrenze mit Kontrollen und so weiter werden. 2014 stand das ja nicht zur Debatte. 2014 gingen alle Schotten davon aus, dass das Staatsoberhaupt die Queen bleiben würde und dass das Pfund die gemeinsame Währung bleiben würde und dass sowieso der gemeinsame Wirtschaftsraum nicht in Frage stünde. Ich glaube, dass niemand in Schottland, bis auf einige vielleicht in den Äußeren Hebriden, bereit sein wird, diesen Schritt so weit zu gehen. Ich glaube vielmehr, dass es in Richtung einer Devo Max gehen wird, die ja damals 2014 nicht zur Debatte stand. Und all die Kompetenzen, die jetzt aus Brüssel zurückfließen, zunächst mal nach Westminster,
geben ja Westminster ein großes Paket von Verhandlungsmasse, die es dann unter Umständen weitergeben kann nach Holyrood. Viel problematischer sehe ich die Situation in Nordirland. Denn wenn sich Großbritannien an den Austrittsvertrag hält, und ich sage jetzt ganz bewusst wenn, als konditional, weil das nicht mehr selbstverständlich ist, dann wird es eine Zollgrenze und eine Inspektionsgrenze zwischen der britischen Insel und Nordirland geben. Und das wird auf die Dauer dazu führen, dass sich die nordirische Wirtschaft stärker nach Süden als nach Osten orientiert. Denn nach Süden wird es keine Kontrollen und keine Barrieren geben. Und deswegen glaube ich, dass der Brexit dazu führen wird, zusammen mit einer veränderten Demografie in Nordirland, der Anteil der Katholiken nimmt ständig zu, und durch den Brexit ist die Abwanderung der Unionisten nochmal beschleunigt worden, wird die Entwicklung beschleunigen, dass es in Nordirland zu einer immer stärkeren, lautstärkeren Bewegung kommt, die eine Hinwendung und schließlich vielleicht einen Anschluss an die Republik Irland fordert. Ich nehme nicht an, dass das ohne Blutvergießen gehen wird. Denn die Unionisten in Nordirland werden das nicht akzeptieren und sie werden hart dagegen kämpfen. Genauso hart wie die IRA in den letzten 50 Jahren für eine Annäherung an die Republik gekämpft hat. Aber Sie dürfen eines nicht vergessen. Die große Versuchung ist die, dass wenn Nordirland sich der Republik anschließt, es automatisch ohne weitere Probleme, ohne weitere bürokratische Hürden, sofort wieder Teil des Binnenmarktes und der Zollunion wird. Genauso wie die DDR 1990 Teil der EU wurde. Lassen Sie mich noch ganz kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Ich gehe davon aus, dass der britische Handel mit der EU von derzeit etwa 45% in den nächsten 10 Jahren auf etwa 30%, wenn nicht sogar noch darunter, absinken wird. Der Handel mit den Vereinigten Staaten war aus britischer Sicht seit etwa 100 Jahren immer bei etwa 20%, relativ konstant. Ich glaube nicht, dass es dort gewaltige, große Reserven gibt. Das heißt, die 15%, die im Handel mit der EU verloren gehen, werden irgendwo anders her kompensiert werden müssen. Und schauen wir uns den Rest der Welt jetzt einmal an. Australien und Neuseeland hatten einmal eine sehr, sehr enge Handelsbeziehung mit Großbritannien. Vor 1973 wickelten sie über 40% ihres Außenhandels mit Großbritannien ab. Dieser Anteil ist auf 3% gesunken. Beide Länder haben sich längst höchst erfolgreich in die höchst dynamische Wirtschaftsentwicklung Ostasiens integriert. Bleibt noch Kanada. Dort wird es sicherlich eine gewisse Belebung des Handels geben, aber auch Kanada ist keine Wirtschaftsgroßmacht. Und damit sind wir sozusagen schon an der Grenze dessen, was die Brexiteers ja etwas schamhaft als die Anglosphere bezeichnen. Aber blicken wir darüber hinaus. Liz Truss hat ja neulich ganz stolz verkündet, sie hätten nun das erste wegweisende Handelsabkommen mit Japan beschlossen. Was steht da drin? Die Japaner werden Whisky zollfrei einführen können und den trinken sie gerne. Das wird sicherlich zu einer Absatzzunahme führen. Dann gibt es Markenrechte für Wensleydale
und Stilton Cheese. Ich kenne die japanischen Essgewohnheiten relativ gut und ich wage zu bezweifeln, dass Japan ein wirklich lukrativer Absatzmarkt für britischen Käse ist. Dann heißt es Welsh Lamb. Also wissen Sie, wenn ich in Japan Lammfleisch aus Neuseeland beziehen kann, dann ist Lammfleisch aus Wales nicht besonders attraktiv. Vor allen Dingen hat Liz Truss eines unterschlagen und das ist wirklich brisant. Bis 2025 werden sämtliche Importzölle auf japanische Autos fallen. Das heißt, die Japaner können ihre Fertigwaren direkt zollfrei nach Großbritannien einführen. In meinen Augen kann das nur bedeuten, dass die jetzt noch bestehenden Produktionsstätten japanischer Autohersteller Toyota, Nissan und Honda in Großbritannien spätestens in 5 Jahren schließen werden. Denn als sie in den 80er Jahren nach Großbritannien kamen, haben alle Japaner gesagt, this is a European investment with a location in Britain. Um allein den britischen Binnenmarkt mit Autos zu versorgen, wird kein Japaner auf die Dauer eine Produktionsanlage in Großbritannien behalten. Und was das für die Standorte in Sunderland und Deeside und Burniston bedeutet, das können die am ehesten ermessen, die mal in diesen Orten gewesen sind. Und wie sieht es aus mit China? China, die große Emerging Market, the economic power of the 21st century. Das ist richtig. Aber wenn Sie Huawei verbannen und wenn Sie in der Hongkong-Frage die Demokratiebewegung unterstützen und 3 Millionen Einwohnern aus Hongkong sagen, sie könnten jederzeit nach Großbritannien kommen, übrigens 3 Millionen Leute aus Hongkong, das ist etwa so viel wie die gesamten Ausländer, die derzeit aus der EU innerhalb Großbritannien sich aufhalten. Und wenn Sie darüber hinaus noch einen Flugzeugträgerverband in das südchinesische Meer entsenden, dann glaube ich, sollte man realistischerweise nicht erwarten, dass man in Peking mit offenen Armen empfangen wird. Und Peking hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass Handelspolitik für Peking, für China, eine Funktion der strategischen Außenpolitik ist. Und das lässt eigentlich nur noch die arabische Welt und Russland als diejenigen Partner, von denen man einiges erwarten kann. Und nachdem Herr Lebedev ja nun inzwischen die scharlachrote Robe eines Lords trägt, ist das vielleicht eine Sache, eine Entwicklung, die man weiter beobachten sollte. Nur eines ist ganz klar. Wenn die Handelsinteressen Großbritanniens sich von Europa wegverlagern nach Asien hin, dann wird sich auch der strategische Sicherheitshorizont verlagern. Denn das, was man schützt, ist das, wo man Geld verdient. Und insofern sehe ich hier eine sehr bedenkliche Divergenz in der Entwicklung des strategischen Sicherheitsdenkens. Ich komme nochmal zurück auf die gescheiterte Fusion British Aerospace Airbus. Ich war damals in London. Ich habe mir die Finger wund geschrieben und ich halte es rückblickend immer noch für einen der größten strategischen Fehler. Es war damals vor allen Dingen die deutsche Regierung, die diese Fusion gestoppt hat. Denn was jetzt passieren wird, wird doch sein, dass Großbritannien sich wirtschaftlich und auch sicherheitspolitisch stärker an die USA anlehnen wird. Und aus der USA-Sicht sind meiner Meinung nach 3 Dinge vor allen Dingen interessant. Erstens der Zugang zum pharmazeutischen Markt in Großbritannien.
Medikamente, National Health Service und so weiter. Und das zweite ist der Agrarmarkt, Stichwort Chlorhühnchen und Hormon, Rindfleisch. Und das dritte ist Defense Technology. Das heißt, British Aerospace ist im Grunde genommen für sich alleine zu klein. Und sie werden, wenn sie sich nicht nach Europa, in Europa anlehnen können, und wenn es kein weiteres Projekt wie Typhoon gibt, also das neueste Jagdflugzeug der EU, wo ja nun Briten, Franzosen und Engländer und Spanier zusammenarbeiten, dann werden die Briten verstärkt auch in der Verteidigungstechnologie gemeinsame Projekte mit den Amerikanern suchen. Das ist eigentlich das, was ich Ihnen kurz vortragen wollte. Mehr Details dazu finden Sie in meinem Buch. Und wenn Sie nachlesen wollen, was in den nächsten Monaten noch passiert, warten Sie bis zum Sommer 2021. Dann ist auch mein letztes Buch zu dieser Episode auf dem Markt. Und damit hoffe ich dann dieses Kapitel, was ich gebe, ist offen zu, für mich zunehmend eine Belastung wird. Denn ich habe mein ganzes Leben, eigentlich meine ganze Karriere, verdanke ich Großbritannien. Ich habe 6 Jahre lang in England studiert. Englisch ist nicht nur meine zweite Muttersprache. Englische Kultur hat mich zutiefst geprägt. Und ich sehe mit einer gewissen Mischung aus Verzweiflung, Fassungslosigkeit, was ich im Moment in Westminster und in Number 10 Downing Street abspielt. Ja, herzlichen Dank, Herr Adam, für Ihre sehr aufschlussreichen Darlegungen. Um Ihre allerletzten Sätze aufzugreifen, ich glaube, das geht vielen von uns so, also mir als halb Engländer, halb Deutscher sowieso. Ich sage schon manchmal, mir graut schon vor dem Moment, wo ich, wenn ich nach England fahre, wieder mit den Aliens anstehen musste, wie ich es als Kind schon erlebt habe. Da gab es 2 Schlangen. Eine hieß British and Commonwealth Subjects und die andere hieß Aliens. Und ich sehe mich schon mit den Aliens und ob da einer vom Mars dabei ist oder so, das wird sich dann zeigen. Also, aber das ist in der Tat so, die Verzweiflung darüber, dass uns da eine gewachsene, gemeinsame Kultur möglicherweise auf der Strecke bleibt und verloren geht. Ich habe zunächst mal eine ganz kleine Nachfrage, weil ich das auch in Ihrem Buch gelesen habe. Sie schreiben an einer Stelle, dass wenn Schottland tatsächlich unabhängig wird, Sie haben gerade ja nochmal ausgeführt, Sie halten das für sehr unwahrscheinlich, wenn es aber tatsächlich passiert und dann der EU wieder beitritt, könne das Staatsoberhaupt, also die Königin oder der nächste König, nicht gleichzeitig Staatsoberhaupt in England und Schottland sein. Das müssen Sie nochmal erklären. Also die britische Königin ist ja Staatsoberhaupt von allen möglichen Ländern, die sehr unterschiedlichen Allianzen angehören. Warum soll sie nicht Staatsoberhaupt eines EU-Mitglieds und eines Nicht-EU-Mitglieds sein? Ja, theoretisch ist das denkbar. Praktisch halte ich es für völlig ausgeschlossen. Mit der Anerkennung der britischen Monarchie als Staatsoberhaupt wäre ja verbunden eine Loyalitätsverpflichtung gegenüber dem Staatsoberhaupt eines Landes, was nun ausdrücklich, was ja nicht nur kein EU-Mitglied ist, sondern was ausdrücklich der EU den Rücken gekehrt hat. Und das halte ich für politisch schwer durchführbar. Sie dürfen nicht vergessen, haben 1948 dem Commonwealth den Rücken gekehrt und auch Malta und Zypern haben nicht die Queen als Staatsoberhaupt.
Wichtiger aber ist, da haben Sie, ich bin da kein Fachmann und will da mich auch nicht zu weit aus dem Fenster hinauslegen. Wichtig jedenfalls ist, mit Sicherheit werden die Schotten dann nicht das Pfund als eigene Währung behandeln können. Und die Unabhängigkeit macht ja nur Sinn, wenn sie den Weg zurück in die EU für Schottland eröffnet. Und wie gesagt, aus einer ganzen Reihe von Gründen halte ich das für eher unwahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, die Schotten werden sich eher bereit sein, sich mit einer Devomax, also einem Zuwachs an Autonomierechten in der Landwirtschaft, im Steuerwesen, sich zufriedenstellen. Denn unter uns gesagt, mit dem Ende des Nordseeöls, und das ist in 10 Jahren absehbar, wird die Finanzlage Schottlands nicht besser werden. Mhm. Ja, also das klingt zunächst mal einsichtig. Es ist so eine offene Frage. Ich möchte aber jetzt nochmal auf ein vielleicht doch deutlich größeres Thema nochmal zu sprechen kommen, nämlich auf die geopolitische Sicherheitsposition von Großbritannien. Also spätestens seit Suez 1956, möglicherweise aber auch schon viel früher oder wahrscheinlich sehr viel früher, also schon seit dem Zweiten Weltkrieg, wahrscheinlich würden manche Leute sagen seit dem Ersten Weltkrieg, ist die britische Militärmacht alleine relativ machtlos und fruchtlos, sondern sie ist eigentlich gebunden an die Militärmacht der USA. Sie kann da zwar vielleicht den einen oder anderen Akzent nochmal selber setzen, aber zu einem selbstständigen Agieren ist sie wohl gar nicht in der Lage. Jetzt ist aber ein Szenario vorstellbar, das hängt natürlich sehr stark von dem Ausgang der nächsten Wahl in den USA ab, dass die USA darauf gar nicht so furchtbar viel Wert legen. Weil sie auch viel eher mit der geballten Macht der EU eigentlich sich verbünden wollen, als mit dem relativ kleinen Großbritannien. Wie schätzen Sie das ein? Ist dann diese britische Militärmacht, also nominell Atommacht, große Einsatzbereitschaft, sicher auch hohe Qualität der Soldaten, ist die dann überhaupt eigentlich noch was wert? Ist die überhaupt noch etwas, was in die Waagschale geworfen werden kann? Sie haben ja vorhin schon angedeutet, dass also die sicherheitspolitische Zusammenarbeit eine andere werden wird. Aber hat denn da Großbritannien dann für sich ganz alleine überhaupt noch was, ein Pfund, mit dem sie wuchern kann? Lieber Graf Strachwitz, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. An einem Ausdruck Anstoß nehmen, die geballte Macht der EU, die gibt es nicht. Wenn Sie die EU als Militärmacht sich anschauen, dann sehen Sie, dass das nach wie vor sehr viel auf dem Papier steht und sehr viel hochgeredet wird, aber faktisch ist da sehr, sehr wenig. Sie haben natürlich vollkommen recht. Es gab ja noch einen großen Triumph, vergessen Sie den nicht, Falklands. Ich war in Großbritannien, als 30 Jahre Sieg in den Falklands gefeiert wurde. Und das ist so fast wie Azincourt. Azincourt, Waterloo, Falklands, das ist so die große Reihe der militärischen Siege der Briten. Im Irakkrieg war das schon ganz anders. Da haben die Briten sehr deutlich gespürt, übrigens in Afghanistan auch, dass sie ohne die Luftunterstützung und ohne die Logistik der Amerikaner aufgeschmissen sind. Und das hat sich in Libyen noch einmal in aller Deutlichkeit gezeigt, wo den Briten relativ schnell die Munition ausgegangen wäre, wenn die Amerikaner nicht geliefert hätten. Ich halte die britische Streitkräfte immer noch für eine Streitkraft, die einer mittelgroßen Macht in Afrika, Südamerika,
Südasien sehr ernsthafte Probleme machen kann. Die Briten allein sind nicht in der Lage, China, Russland, vielleicht sogar inzwischen nicht mal einmal mehr Indien Paroli zu bieten. Aber sie sind natürlich sehr gut gerüstet für Kriseneinsätze. Und da bleibt das Interesse der EU oder der europäischen Kontinentalstaaten und Großbritanniens in diesen Fragen, unabhängig von all den Handelsfragen, möglichst eng weiterhin zusammenzuarbeiten. Und zwar nicht nur militärisch, sondern vor allen Dingen auch in der Aufklärung. Denn ich meine, das ist nun etwas, was ich nun relativ gut kenne. Ich halte die Briten für die besten Aufklärer, Vulgo-Spione, die es auf der Welt im Moment gibt, weil sie sehr, sehr gut aufgestellt sind und weil sie vor allen Dingen eine Tradition haben, die 120 Jahre zurückgeht. Und im Aufklärungsgeschäft ist Tradition, Erfahrung 80% des Erfolgs. Das heißt, wir sollten alles daran setzen, im Bereich der Aufklärung, im Bereich der Analysen, Sicherheitsanalysen, im Bereich operativer Fähigkeiten, vor allen Dingen aber in dem ganzen Bereich Bildung, Kultur, Erziehung, Forschung, so eng wie möglich mit den Briten in Kontakt zu bleiben, ist irgend möglich. Ich fürchte, der Brexit im Handelsbereich wird viel, viel böses Blut hinterlassen, auf beiden Seiten. Denn die Rhetorik ist inzwischen so entgleist und hat ein Niveau angenommen, das noch lange, lange nachwirken wird. Und dem entgegenzuwirken, finde ich, sollten wir uns ganz bewusst auf diejenigen Bereiche konzentrieren, wo einfach objektiv alles darauf zeigt, dass wir möglichst eng miteinander verbunden bleiben. Wir sind in einer Stunde von Berlin in London, aber sie fliegen 5 Stunden von London nach Washington. Da ändert der Brexit auch nichts. Also darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Es gibt ja seit einiger Zeit schon diesen Ansatz, man könnte fast sagen, dieses Kränzchen E3, also Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Sehen Sie eine Chance, dass aus E3 eine tragfähige europäische Sicherheitsarchitektur wird? Weil dann würde natürlich all das, was Sie völlig zu Recht beschrieben haben, also die Assets von Großbritannien, natürlich voll zur Entfaltung kommen. Da wäre Großbritannien ein geachteter, vielleicht sogar der wichtigste Partner in so einer Gruppierung, und es können sich kleinere Länder auch anschließen. Sehen Sie da eine Chance, dass das passiert? Sie haben jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt berührt. Wir müssen künftig sauber unterscheiden, wenn wir von Europa sprechen und wenn wir von der EU sprechen. Mhm. Die EU wird künftig immer ohne Großbritannien, ohne Norwegen, ohne Schweiz, ohne Island, ohne Liechtenstein. Kann man vergessen. Obwohl ich Liechtenstein sehr liebe. Das heißt, Europa und EU ist nicht mehr kongruent. Wenn wir aber geografisch oder geopolitisch von Europa sprechen, dann gehören Norwegen und Großbritannien und ich würde jetzt fast sagen leider auch die Türkei irgendwo dazu, einfach weil die geografischen Gegebenheiten so sind, dass man ohne diese Länder Europa schwer verteidigen kann und dass man Europa schwer handlungsfähig machen kann, wenn so ein wichtiger Partner mit den diplomatischen, den aufklärerischen, den militärischen Fähigkeiten wie Großbritannien nicht mit dabei ist. Und insofern glaube ich, das wäre etwas, was ich auf jeden Fall ausprobieren würde. Ist es neben die Ebene der EU, die in Handels-, Umwelt-, Wirtschaftsfragen nach wie vor der bestimmende Rahmen bleiben wird, eine zweite Ebene darauf zu setzen, auf der Sicherheitsfragen primär
diskutiert werden. Das würde allerdings bedeuten, dass wir den ganzen Vorstellungen einer EU-Armee eine Absage erteilen. Ja. Diese Fragen eben außerhalb der EU in einem völlig neuen Rahmen, vielleicht auch mit Italienern und Spaniern und Polen diskutieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir für die Sicherheitspolitik der Europäer weder Malta noch Luxemburg noch Slowenien. Ich mag diese Länder alle sehr gern, aber wir brauchen sie nicht in der sicherheitspolitischen Fragen. Aber wir brauchen die Briten. Insofern müssen wir eine Formel finden, wie wir das effektive Dispositiv in Sicherheitsfragen zusammenhalten. Wie das aussehen wird, wird die Zukunft zeigen. Und sehen Sie dafür, angesichts dieser wirklich sehr komplexen und mit vielen Fragezeichen versehenen politischen Situation in England, auch der Verfassungssituation, sehen Sie dafür in Großbritannien eine Bereitschaft, an sowas mitzuarbeiten? Ich könnte mir denken, in Europa ist sie wahrscheinlich eher vorhanden. Aber wie würden Sie es in Großbritannien beurteilen? Im Moment halte ich das alles für völlig verfrüht. Im Moment ist auch in der Publizistik Großbritanniens eher EU-feindlich. Und mit dieser Regierung, das sage ich ganz offen, halte ich das für sehr problematisch. Aber auch diese Regierung wird irgendwann abtreten und abgelöst werden von einer anderen Regierung. Und sowohl innerhalb der konservativen Partei, wie auch jetzt bei Labour mit Keir Starmer, haben wir sehr vernünftige Leute, mit denen man über diese Dinge sehr gut und ich glaube auch sehr schnell in ein vernünftiges Gespräch kommen kann. Mit Boris wäre ich da sehr skeptisch. So, jetzt gibt es hier schon ganz viele Diskussionsbeiträge und Wortmeldungen. Ich danke allen Teilnehmern, die einfach einen guten Abend gewünscht haben und so, aber das will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt aufgreifen. Jetzt da kommt eine Frage, wäre Indien nicht ein potenzieller Handelspartner? Ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also ich weiß noch genau, wie Cameron damals hoffnungsvoll nach Delhi geflogen ist. Und wie die indische Regierung ihm einen sehr, sehr kühlen Empfang bereitet hat. Erstens, die indische Regierung wird von einem Hindu-Nationalisten geleitet, Modi, der sehr stark auf das indische Selbstbewusstsein setzt. Und ich weiß nicht, wie gut man Indien kennt, aber mein Eindruck ist, dass in Indien subkutan die Erinnerung an die britische Herrschaft, an das Raj, nach wie vor fortwirkt, und zwar negativ, weil man der britischen Herrschaft doch die Schuld gibt, dass die eigenen Entwicklungschancen 100 oder 150 Jahre lang vertan worden sind. Außerdem schauen Sie sich Indien an. Indien liegt in Südasien und hat seine Handelsströme vor allen Dingen nach Osten und über den Pazifik nach Amerika. Und ich frage mich, was sind die Güter, die zwischen Großbritannien und Indien groß gehandelt werden sollen? Der indische Anteil am britischen Außenhandel im Moment liegt bei 1,5%. Selbst wenn der sich verdoppeln würde, wären das 3%. Das Gleiche gilt übrigens für Japan. Japan hat im Moment einen Anteil von 2%. Und selbst wenn sie das verdoppeln, haben sie 4%. Dann sind sie immer noch weit entfernt von den 15%, von denen ich annehme, dass der Außenhandel mit der EU in den nächsten 10 Jahren zurückgehen wird.
habe ja noch eine Frage von Ian Hume, der von sich selber sagt, ich bin selbst Brite, Klammer auf, Europäer, Klammer zu. Und er merkt an, in Großbritannien ist seit Jahrzehnten die EU an allem, was dort schief läuft, schuld. Nach Brexit wird die EU weiterhin für alles Unheil, was GB Großbritannien erleidet, hinhalten müssen. Wird sich diese Einstellung zu Europa je ändern? Einfach gesagt, werden die Briten je Europäer werden? Herr Hume, ich sehe Sie leider nicht, aber Sie müssen die Frage besser beantworten als ich. Ich bin nur Deutscher, ich bin sozusagen nur Britain by election or by elective affinities. Nein, aber ernsthaft. Ich glaube, wir haben hier auf beiden Seiten zwei gravierende Fehler gemacht. Und wenn wir diese Fehler nicht erkennen, dann wird es schwer werden, sie zu korrigieren. Der erste Fehler hat darin bestanden, dass alle britischen Premierminister, mit Ausnahme von Ted Heath, die EU eigentlich als Scapegoat benutzt haben. Wenn irgendwas schief lief, dann wurde die Schuld nach Brüssel geschoben. Ich habe einmal gesagt, und ich muss jetzt sehr, sehr vorsichtig formulieren, ich habe, wenn ich in Großbritannien mit manchen Leuten, vor allen Dingen Leuten aus den Redaktionsstuben der Daily Mail gesprochen habe, hatte ich manchmal das Gefühl, dass die EU für manche Briten das ist, was für manche Deutsche vor 90 Jahren die Juden waren. Das heißt, man schiebt das einfach hin und sagt, wenn wir die los sind, dann wird alles besser. Ob sich das ändert, weiß ich nicht. Solange die Daily Mail eine so hohe Auflage hat, wird es sehr schwierig werden. Aber es gibt ja auch den Guardian. Es gibt den Economist, es gibt die Financial Times und es gibt sehr, sehr viele vernünftige Leute, die diese EU-Bashing nicht mitmachen. Wir haben aber auch auf Seiten der EU schwere Fehler gemacht. Ich habe erwähnt, dass diese handstreichartige Erklärung, alle Fischressourcen sind EU-Gemeinschaftsressourcen, am Vorabend des Beitritts der Briten im Grunde genommen eine Perfidie war. Die Norweger haben daraus die Konsequenz gezogen und haben gesagt, unter den Bedingungen machen wir nicht mit. Die Briten waren so desperate, dass sie das geschluckt haben. Und wenn Ted Heath damals hartnäckiger verhandelt hätte, hätte dieser Fehler vielleicht nicht zumindest in diesem Ausmaß passieren können. Nur, ich sage meinen britischen Freunden dann auch immer wieder, ihr habt ja, es war unfair von der EU, das so zu machen, aber ihr habt doch selbst die Quoten, die ihr hattet, die nationalen Quoten, habt ihr zu 30% an die Dänen und an die Spanier verkauft, weil ihr damit gutes Geld machen konntet. Und jetzt beklagt ihr euch, dass deren leistungsfähige Trawler eure Gewässer leerfischen. Also hier ist viel dummes Zeug auf beiden Seiten gemacht worden. Und vielleicht als letzter Punkt, vielleicht hätte die EU oder zumindest hätten Politiker, führende Politiker der EU wie Angela Merkel oder Macron stärker auch mal während ihrer Besuche in Großbritannien eine Lanze für die EU brechen müssen. Denn es ist ja eine Tatsache, dass sie die EU-Fahnen in Großbritannien nie gesehen haben, bis zu den großen Brexit-Debatten. Da haben sich dann einige Remainers plötzlich das Gesicht mit Blau und den goldenen Sternen angemalt. Aber als ich 2014 London verlassen habe, gab es EU-Fahnen nur an den aus den diplomatischen Vertretungen der EU-Staaten und sonst nirgendwo. Und das hat natürlich alles mit zu dieser Entfremdung beigetragen. Mhm. Aber man muss natürlich auch immer sagen, die größte Pro-EU-Demonstration, die je irgendwo stattgefunden hat, hat
im vergangenen Jahr in London stattgefunden. Im März 2019 waren also angeblich 1,5 Millionen für die EU auf der Straße. Ja. Nur, was mich wundert, ich habe es an einer Stelle so formuliert, with remainers like these, with who needs Brexiteers? Ich meine, die ganze Stimme für eine bleibende Mitgliedschaft in der EU ist völlig verstummt. Ja. Selbst Starmer, der sehr genau weiß, dass er eine sehr heterogene Partei führen muss, ist inzwischen sehr, sehr vorsichtig. Jedenfalls einen klaren Remain hat sich hier Starmer bisher nicht durchdringen können. Wird darauf Zeit auch nicht. Ist der Tsunami, der Brexit-Tsunami, ist voll über die öffentliche Meinung hinweggerollt. Und ich habe immer wieder den Kopf geschüttelt im letzten Jahr, als es in den Zeitungen hieß, can we stop no deal? Ich meine, diese doppelte Verneinung, es liegt doch heute doch nahegelegen zu sagen, wir wollen bleiben. Das Ganze hat sich so herausgestellt, die ganzen Versprechungen, die 2016 während der Kampagne gemacht worden sind. Keine einzige davon ist erfüllt worden. Erinnern sich, wie ich sage, the immortal and the immoral words of Boris Johnson. I like to have my cake and eat. Liam Fox, the EGT in history. Sagte, das ist ganz einfach, wir werden alle Rechte im Zugang zum Binnenmarkt behalten, aber wir werden diese lästigen Regeln aus Brüssel lösen. Alles falsch. Alles. Frau Miklaus, wollen Sie die beiden Teilnehmer aufrufen, die sich gerne mündlich einschalten wollen? Gerne. Dann fange ich mal an mit Nick Jeffcoat. Nick, ich gebe dir jetzt die Sprecherlaubnis. Du musst dich noch unmuten, dann kannst du deine Fragen stellen. Okay, hört ihr mich jetzt? Ja. Ja. Okay, super. Ja, vielen Dank, Herr Adam. Ich bin Chef der Deutsch-Britischen Gesellschaft in Frankfurt Rhein-Main. Ich bin Brite, beziehungsweise ich bin Deutsch-Brite mittlerweile. Ich habe zwei Pässe. Das alles nur als Hintergrund. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn es zu keinem Free Trade Agreement kommt, können Sie sich vorstellen, dass Brexiteer-Extremisten versuchen, weitere Aspekte des Withdrawal Agreement, zum Beispiel the Divorce Bill, in Frage zu stellen bzw. rückgängig zu machen? Und die zweite Frage ist, der Brexit hat die EU 27 zusammengehalten. Was passiert mit der EU, wenn ab 2021 das Brexit-Thema nicht mehr ganz so brisant ist? Vielen Dank, Niklas. Das sind zwei sehr, sehr gute Fragen. Erstens, wir dürfen nicht vergessen, man kann einen Freihandelsvertrag auch noch jederzeit nach dem 1. Januar 2021 abschließen. Das wird nur bedeuten, dass wir am 21. erstmal einen Precipice haben. Wir werden einen Absturz auf WTO-Bedingungen haben, mit den berühmten langen Schlangen in Dover, der Verteuerung von frischen Lebensmitteln. Langfristig werden Lebensmittel wahrscheinlich billiger werden, allerdings nicht frische, weil gefrorenes Fleisch aus Argentinien und Neuseeland dann importiert werden kann. Aber frisches Gemüse, Salat und so weiter, das wird nach wie vor vom Kontinent kommen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es ein halbes Jahr, ein Jahr Chaos gibt, No-Deal-Chaos. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Regierung Johnson darüber gestürzt wird und dass dann eine neue Regierung sagt, wir müssen mit diesem Blödsinn jetzt so schnell wie möglich aufhören, wir brauchen ein vernünftiges Trade Agreement mit der EU. Und dann setzt man sich zusammen und zimmert innerhalb von 3 oder 4 Monaten ein grobes Freihandelsabkommen zusammen. Das heißt, der Zug, wenn er nicht bis zum 31. Dezember im Bahnhof ist, dann ist er nicht für alle Zeiten abgefahren. Man kann jederzeit ein neues Abkommen aushandeln. Dass die Divorce Bill rückgängig gemacht wird,
halte ich für eher unwahrscheinlich. Denn schauen Sie, schon die Ankündigung der Internal Market Bill und diese wirklich idiotische, unprofessionelle Äußerung eines Regierungsmitgliedes, that it will infringe our international undertakings in a very limited way. Das hat mich immer so erinnert an Gorbatschow, der dann immer sagte, ja, ja, wir haben Soldaten in Afghanistan, aber nur ganz, ganz wenige. Das heißt, ein Rechtsbruch wird nicht dadurch relativiert, indem man sagt, es ist nur ein ganz kleiner. Das hat derartig viel Opposition und Widerspruch, gerade auch im House of Lords, gefunden, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass die Briten da weitergehen. Vor allem, wenn sie die Divorce Bill zerreißen, dann untergraben sie ja auch das Vertrauen in ihre Zuverlässigkeit in allen anderen übrigen Handelsverträgen. Denn dann werden die Japaner und die Australier und die Kanadier, mit denen sie jetzt Handelsverträge anstreben, sagen, warum sollen wir uns die Mühe machen, was zu unterzeichnen, wenn das sowieso in 6 Monaten wieder zur Debatte steht. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Dass die 27 zusammengehalten haben, hat mich selbst, gebe ich offen zu, überrascht. Denn die Interessenlage der 27 ist sehr, sehr heterogen. Ich persönlich nehme an, dass die Franzosen am härtesten verhandeln werden, denn sie haben am meisten zu gewinnen. Und sie wollen, das geht auf de Gaulle zurück, sie wollen die Briten im Prinzip draußen haben. Denn dann sind sie die unbestrittene Number One. Nicht wirtschaftlich, da sind die Deutschen ihnen leider über, aber als Atommacht, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und sie hoffen dadurch, dass sie jetzt Expertise aus London absaugen, Paris zu einem internationalen Finanzzentrum zu machen. Vielleicht dem Finanzzentrum der EU in 10 bis 20 Jahren. Wir dürfen eines nicht vergessen, die Interessen der EU gegenüber Großbritannien sind völlig heterogen. Wir haben 4 oder 5 Länder, die sehr stark auf den Handel mit Großbritannien angewiesen sind. Wir haben Spanien mit dem Sonderproblem der britischen Rentner. Das sind etwa 300.000 bis 400.000 alte britische Rentner, die dort ihren Lebensabend verbringen wollen. Und wir haben in Osteuropa mindestens ein halbes, wenn nicht sogar ein Dutzend Staaten, die kaum Handel mit Großbritannien treiben. Das sind die baltischen Staaten und das sind die Balkanstaaten. Polen exportiert eine Menge Lebensmittel und vor allen Dingen die berühmten Plumbers. Aber sonst ist Osteuropa nicht besonders an Großbritannien interessiert. Gut, dann habe ich noch eine erhobene Hand und zwar von Elke van Drünen. Sie müssen sich noch auf laut schalten und dann können Sie Ihre Frage stellen. Frau van Drünen? Sonst geben wir erstmal ab. Graf Strachwitz, Sie sind auch auf Mute. Frau van Drünen, Sie müssten Ihr Mikrofon einschalten. Das scheint da kommt, ja. im Moment nicht zu klappen. Vielleicht bekommen wir das noch hin. Dann trage ich hier gerade eine andere, wirklich sehr interessante Frage auch vor. Heribert Jürgens fragt, in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sind die Briten innerhalb Europas die wichtigsten Partner und der Brexit eine Katastrophe auch aus britischer Sicht. Kann so etwas wie E3 auch für die Wissenschaft gelten? Wir sollten es versuchen. Das wird allerdings auf sehr große Hürden stoßen. Schauen Sie sich Galileo an. Galileo ist ja nun ein
leider weit verzögertes Projekt, wo die Europäer endlich ihr eigenes Satellitennavigationssystem aufbauen wollen. Dort haben sie die Briten rausgeschmissen, aus meinen Augen unbegründet und eine falsche Entscheidung, weil sie gesagt haben, wenn die nicht mit in der EU sind, dann sind sie auch nicht mehr vertrauenswürdig. Meiner Meinung nach ein absurdes Argument. Aber es gibt eben leider sehr, sehr viele Projekte, die im EU-Rahmen formuliert werden und die auch mit EU-Geldern unterstützt werden. Dazu gehört zum Beispiel die Fusionsforschung. Als Boris Johnson dieses Schlitzohr letztes Jahr auf dem Parteitag gesagt hat, und unser großes, großartiges Forschungsprojekt in Culham, dort werden wir den Durchbruch zur Fusion und einer unerschöpflichen Energiequelle schaffen, da hat er natürlich eines unter den Tisch fallen lassen. Culham wird zu 40% von der EU finanziert. Und diese EU-Finanzierung wird künftig nicht mehr möglich sein. Ich glaube, wir sollten da sehr kreativ sein. Wir sollten auch unsere Fixierung, dass das alles im EU-Rahmen, alles was europäisch ist, muss im EU-Rahmen eingebettet sein, die sollten wir möglichst rasch durchbrechen. Und uns überlegen, ob man nicht auch Formate finden kann, die sozusagen eine Schnittmenge bilden. Eine Schnittmenge aus der EU mit Nicht-EU-Partnern. Könnte man zum Beispiel auch die Norweger mit reinnehmen, die ja gerade was Energieforschung angeht, wenig, aber teilweise sehr gute Forschung haben. Ich bin da kein Experte, ich bin da auch zu weit weg von der ganzen operativen Ebene, aber in diese Richtung sollten wir im sicherheitspolitischen Bereich, im Forschungsbereich und im kulturellen Bereich gehen. Nicht immer alles strikt in der EU machen, sondern oder zumindest in den EU-Projekten Andockstellen schaffen, wo Großbritannien ohne große Probleme und ohne in den Kernpunkten der Souveränität sich benachteiligt zu fühlen, mitmachen kann. Ich denke mal, wenn sich der Staub so ein bisschen gesetzt hat, wird da also bei den britischen Universitäten, bei den kulturellen Einrichtungen, bei der Zivilgesellschaft sowieso in Großbritannien ja auch eine große Bereitschaft dazu da sein. Das sind keine Mehrheiten, wenn es um Wählerstimmen geht, aber das sind doch sehr entscheidende Teile der britischen Gesellschaft. Und da muss wahrscheinlich die EU auch noch ein bisschen dazu lernen, dass sie das abschichtet und nicht alles nur unter dem Stichwort EU und Handel und sowas subsumiert. Sehe ich das richtig? Ich würde mir das wünschen, ja. Im Übrigen, die Universitäten, die britischen Universitäten, ich habe ja immer noch ganz gute Beziehungen zu einer von ihnen, sind ziemlich verzweifelt. Denn auch ihnen brechen diese Forschungsmittel weg. Es bedeutet, dass der Zustrom von Studenten aus den EU-Mitgliedsländern deutlich zurückgehen wird, weil die Studiengebühren angehoben werden. Und das bedeutet, dass sie das kompensieren müssen, indem sie nun vermehrt Studenten aus China, aus Indien, aus arabischen Ländern aufnehmen, die eben diese Gelder bezahlen können. Das wird aber auf die Dauer den ganzen akademischen Betrieb durchaus auch mit verändern. Mhm. Ich darf das jetzt noch mal in aller Offenheit sagen. Ich würde der Regierung Johnson und vor allen Dingen auch der Innenministerin Patel keine 5 Jahre geben. Die werden nicht durchhalten bis zum nächsten regulären Wahltermin. Es hat ja schon Analysten gegeben, die diese Zeitspanne noch sehr viel kürzer angesetzt haben. Keine 5 Jahre. Wie lange das dauern wird, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ja. Hier habe ich noch eine auch interessante Frage.
Hat die EU etwas gelernt aus Brexit? Wird es strukturelle Änderungen geben bei der EU, nehme ich jetzt mal an? Oder muss es sie geben? Ich würde sie mir dringend wünschen. Ich habe auch in dem Buch zum Schluss geschrieben, die EU steht im Grunde genommen vor einer existenziellen Herausforderung. Denn die Vorstellung, dass die europäische Einigung und im Rahmen der EU das Manifest Destiny Europas ist, die geht nicht mehr. Und wir sollten uns sehr deutlich überlegen, wo wir Gemeinschaft brauchen, wo wir sie nicht brauchen. Ich glaube, wir brauchen sie in vielen Bereichen deutlich weniger Gemeinschaft, als wir im Moment haben. Und wie wir stärkere Flexibilität hineinbringen können und wie wir vor allem diese One-Size-Fits-All-Mentalität noch einmal sehr sorgfältig nachprüfen. Denn die EU ist entstanden mit 6 Staaten, die kulturell extrem eng miteinander verbunden waren. Das Stichwort war immer Karl der Große, Charlemagne. Das war von der Lombardei bis hoch nach Sachsen, von Aquitanien bis an die Grenze von Dänemark, war das Kerneuropa. Und wir, trotz aller Kriege, die wir miteinander geführt haben, wir hatten extrem viel gemein. Napoleon hat uns in Deutschland den Code Civil gebracht und unser ganzes Rechtssystem modernisiert. Und auch in Italien hat enorm davon profitiert. Das heißt, wir schöpfen aus sehr vielen gemeinsamen Quellen. Und da passte das Großbritannien mit seinem Common Law und einem ganz anderen Verständnis, wie Recht entsteht und wie Recht gesprochen und angewandt wird, passte da von Anfang an nur schwer hinein. Die haben das immer ignoriert. Wir haben jetzt auch in Osteuropa einige Länder und einige Regierungen, die andere Auffassungen haben als wir. Und da sehe ich mit einer gewissen Besorgnis, dass es bei uns Leute gibt, die Moral mit Politik verwechseln und sagen, die müssen so werden wie wir, sonst kriegen die von uns kein Geld mehr. Ich halte das für keine Realpolitik. Denn ich mag Herrn Orban auch nicht, ich mag Herrn Kaczynski noch viel weniger. Aber wir werden mit diesen Leuten leben müssen. Genauso wie wir mit Putin leben müssen. Die Leute, wir werden nicht davon weggehen, dass wir sagen, ihr seid böse und ihr seid Bebe und ihr verstoßt gegen irgendwelche Prinzipien. Wir haben sie aufgenommen in die EU und nun müssen wir auch irgendwie mit ihnen leben, so wie die Preußen mit den Bayern leben müssen. Sorry, das war jetzt nicht ernst. Dann knüpfe ich nochmal eine andere Frage, weil Sie auf das andere sozusagen den anderen Erfahrungsschatz von Großbritannien ja abgehoben haben. Das bezieht sich ja nun sehr stark auch auf das Verfassungssystem. Also die kontinentaleuropäischen Länder haben mitbedingt durch Napoleon oder was auch immer, jedenfalls haben sie eine relativ ähnliche, relativ transparente Verfassungssituation entwickelt über die letzten 200, 250 Jahre. Großbritannien hat das nicht. Sie haben das auch kurz dargestellt und in ihrem Buch sehr stringent dargestellt, diese hohe Komplexität, diese Nichtrezeption von Gewaltenteilung, all diese Dinge. Glauben Sie, dass Großbritannien nach dem Brexit, wenn es also natürlich auch selber irgendwie, when it must pick up the pieces, also wenn es irgendwie die Scherben wieder einsammeln muss, dass es auch nicht drum herum kommen wird, seine Verfassungssituation zu überdenken, zu modernisieren, zu verändern und also klarere Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und sowas zu entwickeln? Genau das ist die These meines Buches. Genau damit rechne ich. Ich halte das für überfällig und ich halte es vor allen Dingen für notwendig, mit einem Kabinett, wie es Boris Johnson im Moment präsentiert, die ganze britische Verfassungstradition auf zwei Pfeilern, sage ich jetzt mal ganz
vereinfachend. Der erste Pfeiler war, dass man als Gentleman sich aufführte. Das heißt, bei allen Meinungsverschiedenheiten hat man den anderen respektiert. Das tut Boris Johnson nicht mehr. Boris Johnson ist genauso ein ordinärer, plebejischer, polarisierender Populist wie Donald Trump. Und in einem solchen Mann, der eben auch dann das Instrument der Prorogation, das natürlich nicht definiert war, weil man sagte, ein anständiger Premierminister sitzt ein Parlament nicht 5 Wochen aufs Trockene. Das macht er 5 Tage, vielleicht auch mal, wenn es ganz lang wird, für 10 Tage, aber doch nicht länger. Macht doch kein anständiger Mensch. Diese sozusagen, diese internal restraints, die gelten nicht mehr. Denn Boris ist ein Machtpolitiker und ein ziemlich skrupelloser Machtpolitiker. Und das andere ist eine soziale Veränderung. Und die sehe ich. Ich bin nun gerade diese Generation, die das noch voll miterlebt hat. Als ich als Schüler das erste Mal nach Großbritannien kam, war Macmillan noch Premierminister. Und Macmillan war natürlich das typische Produkt einer aristokratisch-elitären Erziehung, eingebunden in eine relativ eng miteinander verwobene, sehr unter sich geschlossene Elite, politisch-wirtschaftlichen Elite. Und man kannte sich. Ich meine, ich habe das auch in meinem Buch mal aufgeführt, wer mit wem damals eine Affäre hatte und wer mit wem verheiratet und dann wieder geschieden war. Es ist ein irres Tableau. Es ist ein irres Tableau. Und das gilt nicht mehr. Diese ganze alte, geschlossene, halb aristokratisch, halb großbürgerliche Gesellschaft, die sich in den Clubs traf, die durch bestimmte, gesellschaftliche und konventionelle Verhaltensnormen geprägt war, wo es eben gewisse Dinge gab, da hieß es, that is not done. Das war nicht verboten, aber es war klar, dass man das nicht tat. Und wenn Sie sich heute die City angucken, wenn Sie sich heute das politische Tableau anschauen, gehen Sie zurück zu den ganzen Expense-Skandalen aus dem Parlament. Das hat das Vertrauen der Bevölkerung in diese politische Elite schwer erschüttert. Und die Rekrutierungsmethoden der politischen Elite sind ganz andere geworden. Ein Typ wie Johnson, ein Typ wie Cameron, wie Priti Patel oder Chris Grayling hätte früher, na gut, Chris Grayling vielleicht noch, aber die hätten kaum eine Chance gehabt. Und ich glaube, das ist das, was am dringendsten erfordert, dass Dinge, die bisher unausgesprochen geblieben sind, die müssen fixiert werden. Vor allen Dingen wird es irgendwann zu der Frage kommen, wenn der Supreme Court tatsächlich Verfassungsfragen entscheidet, dann muss er ja auch irgendeine Verfassung haben, als auf deren Grundlage er entscheidet. Und insofern sehe ich in der Tat den Drang, zumindest Teile der britischen Verfassung zu verschriftlichen, den sehe ich steigen. Und ich sehe auch steigen den Drang, das, was die Briten bisher als Devolution bezeichnet haben, irgendwie zu verfestigen in einer Form von Föderalismus. Denn wenn Sie sich mal umschauen, in allen Kolonialgebieten, die Briten mal beherrscht haben, haben sie föderale Strukturen hinterlassen. Kanada, Australien, Indien, Nigeria, Südafrika, you name it, überall Föderalismus. Und wenn Sie sich die britischen Universitäten, also Oxford oder Cambridge, anschauen, das sind Föderale, das sind Föderationen zwischen Colleges. Das sind unabhängige Colleges, die sich zusammen einen Dachverband gebildet haben, der sich Universität nennt. Aber die Colleges bleiben in vielen sehr entscheidenden, vor allem in Finanzfragen, weitgehend autonom. Also ich weiß gar nicht, warum die Briten so eine Angst vor dem Föderalismus haben. Ja, vielen Dank. Das war eigentlich schon ein sehr gutes Schlusswort.
Wir haben Ihnen sehr herzlich zu danken für sehr interessante Ausführungen, die nochmal den Blick geschärft haben für das, was jetzt auf uns zukommt in den nächsten Wochen, aber vor allem auch in den nächsten Monaten und vielleicht auch ein paar Jahren in Bezug auf Großbritannien. Wir als deutsch-britische Gesellschaft sind ja so aufgestellt, dass wir jede nur denkbare Brücke erhalten und möglichst viele neue Brücken bauen wollen. Das ist unser Auftrag. Und dazu gibt auch gerade das, was Sie uns dargelegt haben, nochmal eine ganze Menge interessanter Ausführungen, interessanter Gedanken und Einführungen. Also herzlichen Dank an Sie, lieber Adam, für einen sehr interessanten Adam. Es wäre noch schöner gewesen, wir hätten alle in einem Raum gesessen. Insbesondere, weil wir Sie nachher sehr gerne, wie es lange üblich ist, zum Abendessen eingeladen hätten. Auch das können wir nicht auf die Ferne. Aber das können wir vielleicht sogar irgendwann mal nachholen. Zunächst einmal an Sie herzlichen Dank für das, was Sie uns berichtet haben. An alle Teilnehmer einen herzlichen Dank fürs Mitmachen und insbesondere auch für die sehr klugen Wortmeldungen, Kommentare und Fragen, die Sie dazu gehabt haben. Und damit darf ich den heutigen Abend beschließen. Ja. Es war wieder eine Sternstunde im Veranstaltungsprogramm der Deutsch-Britischen Gesellschaft. Herzlichen Dank. Allen danken, vor allen Dingen denjenigen, die ich ja nur leider nicht sehen kann, die so lange zugehört haben und es ausgehalten haben. Ganz, ganz herzlichen Dank und ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Graf Strachwitz, und an Sie, Frau Mittelhaus, dass Sie dieses Treffen überhaupt unter diesen schwierigen Bedingungen ermöglicht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Wiederschauen. Tschüss.